In Europa haben derzeit nur 27% der Bürgerinnen und Bürger zwischen 25 und 59 Jahren eine private Altersvorsorge abgeschlossen. Mit der Europarente will die Europäische Union nun die Altersarmut bekämpfen und auf den demografischen Wandel sowie die Mobilität der Menschen innerhalb der Union reagieren. Die Ideen der Europarente sind gut, doch lohnt sie sich wirklich und wie unterscheidet sie sich von klassischen Altersvorsorgeprodukten? Ob sich die Europarente für dich lohnt, erfährst du in diesem Video. Hey, ich bin Ivan von Evergreen. Heute geht es um die Europarente, die offiziell Pan-European Pension Product, kurz PEP, heißt. Nach über 3 Jahren Planung ist die Europarente Ende März 2022 offiziell gestartet. Die PEP stellt eine Ergänzung zu den bestehenden staatlichen, betrieblichen und privaten Rentensystemen auf nationaler Ebene dar. Eine weitere gute Ergänzung zu deinen bestehenden Abos ist das Abo von unserem YouTube-Kanal. Ganz einfach unter dem Video auf den Abonnieren-Button klicken, dann verpasst du keine Videos rund um Finanzen und Finanzanlagen mehr. Mit der Europarente als private Altersvorsorge entsteht erstmals innerhalb Europas ein Binnenmarkt für Rentenprodukte. Das Leben der Bürger und Bürgerinnen spielt sich immer internationaler ab, doch die Rentenprodukte sind meist immer noch nationaler Natur. An dieser Stelle setzt PEP an, um mobilen Menschen eine attraktive Lösung zur privaten Vorsorge zu bieten. Des Weiteren sieht die Europäische Union die Europarente als ein Mittel, um die Altersarmut in Europa zu bekämpfen. So ist in einigen Mitgliedstaaten und insbesondere in Osteuropa die Altersvorsorge nicht ausreichend entwickelt. Angesichts der demografischen Entwicklung scheint eine Vorsorge wie PEP, die auch privat finanziert wird, notwendig. Die Europarente soll auch einen Wettbewerb zum Vorteil der Verbraucherinnen und Verbraucher anfeuern. Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass die PEP langfristig auch Druck auf andere Vorsorgemodelle wie Lebensversicherungen erhöhen kann. Das liegt an verschiedenen Gründen. Bei der Europarente konzentriert sich die EU auf viel Flexibilität für Versicherte und setzt den Versicherern enge Grenzen. Außerdem gibt das PEP verschiedene Grenzen vor, die für die Versicherten von Vorteil sind. So soll das PEP einfach aufgebaut sein und vollständige Transparenz gewährleisten. Alle Informationen, insbesondere Gebühren und Kosten, sollen auf einem einfachen Produktinformationsblatt stehen. Dadurch soll auch eine hohe Vergleichbarkeit der PEP-Produkte gewährleistet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Flexibilität, und zwar auf 2 Ebenen. So besteht ein Wechselrecht. PEP-Sparerinnen können nach mindestens 5 Jahren ab Vertragsschluss und bei einem späteren Wechsel nach 5 Jahren ab dem letzten Wechsel den Anbieter wechseln oder eine andere Anlageoption wählen. Der wohl stärkste Punkt für die VerbraucherInnen liegt aber in der Kostenbegrenzung. Das Basis-PEP, das alle Anbieter anbieten müssen, darf maximal 1% an Gebühren und Kosten pro Jahr auf das angesparte Kapital beinhalten. Der Kostendeckel ist für die VerbraucherInnen extrem sinnvoll, da bei vielen herkömmlichen privaten Altersversicherungen die Kosten zum Teil extrem hoch sind. Dazu noch ein Kommentar am Rand. Viele traditionelle Versicherungen und Anbieter beschweren sich derzeit laut über die niedrigen Kosten. Das wäre wirtschaftlich nicht machbar. Das stimmt nicht. Im internationalen Vergleich sind die Kosten für Kapitalanlage und Versicherungen in Deutschland teilweise 4-mal so hoch wie beispielsweise in den USA. Selbst unsere eigenen Evergreen-Fonds kosten nur 0,59% pro Jahr und zusätzliche Gebühren für Service und Depot fallen selbstverständlich nicht an. Es ist also machbar und zwar auch deutlich unter 1%. Ein weiteres Element des PEP ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. So werden Anbieter ermutigt, ESG-Kriterien bei ihren Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Angesichts der erwarteten Marktgröße und des langfristigen Charakters von Rentenprodukten könnte das PEP einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsagenda im Finanzsektor leisten. Es gibt aber noch weitere Punkte, die die Europarente besonders machen. So erlaubt die PEP-Verordnung ausdrücklich eine voll- oder halbautomatische Beratung. Damit ermöglicht sie insbesondere Fintechs und Insurtechs mit neuen Lösungen in den Markt einzutreten
und traditionellen Anbietern Konkurrenz zu machen. Mit der Europarente kommt die Öffnung der privaten Altersvorsorge für Nichtversicherungen wie Robo-Advisor und digitale Asset Manager. Insgesamt soll der Kunde oder die Kundin bei Vertragsabschluss zukünftig aus bis zu 6 verschiedenen Optionen der europäischen Altersvorsorge wählen können. Welche das genau sind, ist bisher nicht klar, da die Produkte noch nicht auf dem Markt sind. Klar geregelt sind bisher nur die Varianten des Basis-PEP. Die Standardvariante richtet sich vor allem an Verbraucher und Verbraucherinnen, die ein sicheres, privates Vorsorgeprodukt wünschen. Beim Basistyp PEP Typ 1 müssen Anbieter sicherstellen, dass der Kunde bzw. die Kundin mindestens das eingezahlte Kapital zurückbekommt. Eine solche Garantie zehrt natürlich an der Rendite, denn die Kapitalgarantie kostet letztendlich Geld, welches die Ertragsaussichten deutlich schmälert und oft sogar auf 0% sinken lässt. Der zweite Typ des Basis-PEP dagegen zielt darauf ab, das investierte Kapital so gut wie möglich zu erhalten, jedoch ohne konkrete rechtliche Verpflichtung zur Rückzahlung des Kapitals. Das kann zum Beispiel über ein sogenanntes Risikomanagement erreicht werden. Darüber hinaus soll es weitere PEP-Varianten geben mit unterschiedlichsten Profilen. Ob die Europarente steuerlich gefördert wird, kann jedes Mitgliedsland selbst entscheiden. In Deutschland gibt es seitens des Bundesfinanzministeriums dazu keine Entscheidung, noch nicht zumindest. Vorstellbar wäre eine PEP-Förderung, wenn das Produkt dieselben Vorgaben erfüllt, die auch für andere geförderte Altersvorsorgeprodukte wie zum Beispiel Riester oder Basisrenten gilt. Die Europarente bringt den VerbraucherInnen viele Vorteile. Da PEP grenzübergreifend angeboten wird, fördert es europaweit den Wettbewerb der Anbieter, wovon die Kunden und Kundinnen profitieren können. Auch der Kostendeckel ist ein großer Pluspunkt, wenn man die Kosten der Europarente mit den teils immensen und häufig versteckten Kosten anderer Versicherungsprodukte vergleicht. Es bleibt zu hoffen, dass die Gebührengrenze nicht trickreich umgangen werden kann. Was ist eure Meinung zu der Europarente? Ist sie ein gelungenes Gegenstück zu den herkömmlichen Altersvorsorgeprodukten? Schreibt es uns in die Kommentare. Außerdem haben wir auch hier noch ein Video zur neuen EU-Offenlegungsverordnung verlinkt und gleich darunter findet ihr ein Video zum Thema Gebühren bei der Geldanlage. Was ist fair? Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.